Hallo liebe YouTube-Freunde, ja schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht's, heute soll es um das Voigtländer 28mm Ultron f2.0 für den Leica M-Mount gehen. An der Stelle ganz wichtig, dieses Objektiv wurde mir von Voigtländer Deutschland zugeschickt, beziehungsweise von der United Imaging Group, die ja Voigtländer hier in Deutschland vertritt. Ich habe dieses Objektiv jetzt fast einen Monat gehabt, um damit ein bisschen Erfahrung zu sammeln, ein paar Bilder zu machen und hier eben auf dem Kanal euch davon berichten zu können. Voigtländer bezahlt mich nicht für dieses Video und sagt mir auch nicht, was ich sagen darf oder was ich nicht sagen darf. Ihr bekommt hier meine ehrliche, ja, ungeschminkte Meinung zu diesem Objektiv und ich versuche alles das anzusprechen, was mir halt aufgefallen ist. Ja, kommen wir mal zu den Fakten. Bei diesem Objektiv handelt es sich um ein Objektiv für den Leica M-Mount, 28 mm, Lichtstärke 2.0 bis f22 in 1,5 EV-Schritten. 10 Elemente in 7 Gruppen. Voigtländer bringt dieses Objektiv in 2 Versionen auf den Markt, wobei diese 2 Versionen sich nur äußerlich unterscheiden. Also optisch, in der optischen Leistung, der Aufbau, der ist identisch, nur dann gibt es einmal die Variante, die ich hier halt hier habe und auch die ihr im Video gesehen habt. Die Version 1 und die Version 2, die ist eher ein bisschen, ja, kommt im klassischeren Look daher. Die ist ja schon ein bisschen, ja, so leicht Vintage-mäßig. Ja. Und diese zweite Version gibt es in Schwarz und in Silber. Die Version 1 wiegt 190 Gramm ohne die Objektivdeckel und alles. Die Version 2 wiegt ungefähr 230 Gramm. Filterdurchmesser 39 mm. Und ja, in der Verpackung ist der Objektivdeckel und eben der Objektivdeckel vorne und der Objektivdeckel hinten. Ja, das sind hier diese mit diesen kleinen Fingerchen hier. Sieht man das? Ja, die mag ich ja nicht so. Ja. Die sind, mit meinen Fingern komme ich da nicht rein. Also mache ich die immer so auf, wenn da eine Sonnenblende drauf ist. Dann. Apropos Sonnenblende, natürlich gibt es keine Sonnenblende. Warum? Voigtländer, Mensch. Aber das Schöne ist, ich habe ja das Ultron 35mm und da habe ich ja diese Sonnenblende, das ist die LH12, Entschuldigung. Das ist die LH12, ja. Die finde ich ganz schön und die passt hier glücklicherweise rauf. Also sofern dieses Objektiv bei mir mal landen würde, hätte ich eine Sonnenblende für 2 Objektive. Und da ich immer nur ein Objektiv nutze, kann ich ja... Ja, das ist ganz schön, das gefällt mir. UVP sind 849 Euro. Ja, ohne Kodierung, aber das ist ja klar, weil das ist eine lizenzrechtliche Geschichte, das geht nicht und würde auch nicht so richtig Sinn machen, weil in der Firmware der Kamera sind ja natürlich nur Leica-Objektive und keine Voigtländer, Zeiss oder you name them, was für Objektive es noch so für Leica M gibt. Ja, was gibt es zu dem Objektiv zu sagen? Gut, also zum Design habe ich ja schon was gesagt, sehr schön. Ich muss sagen, die Fertigungsqualität ist sehr hoch. Ich mag es sehr. Der Fokusring ist wunderbar smooth. Die Blende klickt sauber. Hört mal, wir machen den Akustiktest. Hört sich nicht nur gut an, fühlt sich auch sehr gut an. Das Finish ist alles sehr schön, muss ich sagen. Der Fokusstab, für den einen oder anderen könnte dieser Fokusstab ein K.O.-Kriterium sein, einfach weil er so klein und fipsig vielleicht ist. Ich persönlich mag es, weil ich bin nicht so der Fokusstabfreund. Wenn er da ist, benutze ich ihn und ich finde, das ist irgendwie, es ist okay, reicht für mich, für meine Zwecke. Man kann ihn wohl auch abschrauben. Und dann könnte man da, glaube ich, im Netz sich besorgen und dann so einen anderen Fokusstab ranmachen, wem das gefällt. Aber gut, alles ohne Gewehr, ich weiß es nicht, ich habe es nur mal irgendwo gesehen, wer kriegt es jetzt nicht mehr hin, wo. Bei so kleinen Objektiven habe ich immer so ein bisschen die Sorge, dass die zu klein sind und zu fummelig für meine Hände. Weil meine Hände sind so relativ, so, nicht klein, aber auch nicht riesen, aber manchmal ist es dann ein bisschen zu fummelig und das ist tatsächlich nicht der Fall. Ja? Man kann den Blendenring wunderschön erreichen, wie gesagt, durch den Fokusstab oder eben so hier an diesem Fokusring schön greifen und wunderbar fokussieren. Das geht alles sehr schön. Es blockiert, der Sucher wird kaum blockiert, es sei denn, man hat die Sonnenblende da drauf. Und ohne Sonnenblende, also so gut wie gar nicht, selbst mit Sonnenblende ist nur ein bisschen. Alles sehr schön, sehr hohe Verarbeitungsqualität. Das muss ich wirklich mal an der Stelle nochmal mein Lob an Voigtländer geben. Sie bringen uns Leica M-Nutzern eine wirklich extrem gute Alternative. Damit meine ich jetzt nicht nur dieses ganze Haptische, auch optisch. Dazu kommen wir nämlich jetzt. Also es gibt bei dem Glas nicht viel zu meckern, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist schon ab, so Offenblende, schön scharf in der Bildmitte. Zu den Rändern fällt das ein wenig ab, aber nicht so, dass man sagt, die Ränder sind nicht zu gebrauchen. Es ist nur nicht so scharf wie in der Bildmitte. Ich meine, dass der Vorgänger da ein wenig Probleme hatte. Ich kenne den Vorgänger nicht von dem Ultron 28, deshalb kann ich dazu jetzt nicht verlässlich sagen. Ich habe nur mal hier und da ein bisschen was gelesen und auch gesehen im Netz, dass sich der eine oder andere da ein bisschen beschwert hat drüber. Kann ich nur sagen, super. Also das Objektiv ist bei allen Blenden vollständig nutzbar. Für einen Landschaftsfotografen, der hat vielleicht noch mal ein bisschen andere Anforderungen an die Ecken, aber ein Landschaftsfotograf, der wird auch nicht bei Offenblende f2.0 fotografieren, sag ich jetzt mal so mit meiner laienhaften Landschaftsfotografie-Erfahrung. Ja. Und sobald man abblendet auf 2.8, ich denke, auf 2.8 verschwindet die leichte Vignettierung, die definitiv da ist, aber nicht so extrem wie zum Beispiel beim Summicron, was ich da neulich hatte. Die verschwindet da und ab Blende 4 ist auch in den Ecken die Schärfe wunderbar auf dem Punkt da. Ich habe keine Verzeichnung feststellen können. Gegenlicht macht dem Objektiv auch nichts aus. Nimmt alles an, was es so kriegen kann. Blendensterne habe ich nicht so richtig hinbekommen. Hier und da, wie man so manchmal so extrem von Voigtländer Objektiven kennt. Will ich aber jetzt nicht ausschließen, dass es trotzdem geht, weil ich habe es jetzt nicht so provoziert. Zum Bokeh, gut, da kann ich es in einem Satz zusammenfassen. Ich würde das Bokeh nicht als das herausragende Merkmal dieses Objektiv bezeichnen. Man kriegt da ganz schöne Effekte hin. 28 mm, also alles weiter als 35 ist für mich sowieso schwierig mit Bokeh und Pipapo. Man kriegt es hin, wie gesagt, ist aber für mich jetzt nicht das herausragendste Merkmal. Was gibt es als Fazit? Der eine oder andere hat schon rausgehört. Ich kann nicht meckern, das ist ein hervorragendes Objektiv. Wer ein lichtstarkes 28 mm für seine Leica M sucht, der ist mit dem Ultron sehr gut bedient und muss sich nicht hinter der Konkurrenz wie von Leica oder Zeiss verstecken. Man bekommt alles, was man von so einem Objektiv 28 mm erwarten kann, erwarten darf, in einer sehr guten Verarbeitungsqualität. Das muss man einfach sagen. An der Stelle nochmal, möchte ich nochmal betonen, ja, mein Lob und meine Freude darüber, dass Voigtländer nicht aufhört, immer wieder seine Objektive auch zu verbessern und so uns Leica M-Nutzern Alternativen zu bieten zu Leica oder Zeiss. Das muss man einfach sagen, das ist herausragend. Zeiss hat ja leider entwickelt seine ZMs nicht weiter, die gibt es zwar noch auf dem Markt, aber sie entwickeln sie nicht weiter und Voigtländer hört hier nicht auf, bringt immer wieder neue Sachen. Das ist ganz hervorragend, das kann ich gar nicht hoch genug schätzen und deshalb finde ich auch, früher war ja Voigtländer, galt immer so ein bisschen als die Billigmarke für Leica M-Nutzer. Aus meiner Sicht ganz persönlich, nein, lange nicht. Voigtländer ist da schon lange weiter und bietet dem M-Nutzer hier sehr, sehr, sehr gute Alternativen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig damit zu sagen, sogar besser, aber ja, drücken wir es mal so rum aus. Viele der Voigtländer Gläser müssen sich vor den Leica Pendants nicht verstecken. Manche im Gegenteil. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen das rüberbringen. Auch die Fotos haben euch ein bisschen geholfen, wenn ihr euch dafür interessiert. Wie gesagt, wenn das Interesse bei euch da ist, guckt es euch auf jeden Fall an. Es ist definitiv ein Blick wert. Es gibt sicherlich Möglichkeiten mal bei einem Händler, der ein oder andere gute Händler, der leiht dann auch mal für einen Tag oder irgendwie stellt er das zur Verfügung, dass man sich dann einen Eindruck machen kann. Da gibt es schon so ein paar Händler in Deutschland, die einem das anbieten. In dem Sinne, ich sage danke fürs Einschalten. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.